Hallo Nachbarn, guten Abend. Die letzte Sendung im alten Jahr, die letzte Sendung vor Weihnachten, wieder im Bluter Gartencenter. Wir haben Sie ja ein ganzes Jahr unterhalten und Ihnen Tipps beigebracht, wie Sie Ihren Garten, wie Sie Ihren Balkon, wie Sie Ihre Umgebung mit Pflanzen gestalten können. Ich hoffe oder wir hoffen, dass einige der Tipps, die wir Ihnen dieses Jahr ins Haus gebracht haben, für Sie schon von Nutzen waren, sodass Sie auch die letzte Sendung mit uns hier verfolgen werden. In der letzten Sendung haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir werden ein bisschen weihnachtliche Stimmung hier in das Bluter Gartencenter bringen. Lassen Sie sich überraschen. Mit zu meiner Rechten wieder als kraftvolle Unterstützung unser Obergartenmeister, Herr Räuber. Herr Räuber, Weihnachten im Gartencenter. Wir haben eine kleine Tanne hier aufgebaut. Was gibt es denn speziell an Pflanzen zu Weihnachten? Ja, an Pflanzen zu Weihnachten ist sicherlich in erster Linie erstmal der Weihnachtsstern zu sehen. Wir haben hier mal welche aufgebaut. Die gibt es in verschiedenen Farben. Am meisten bekannt vielleicht der rote in seinen leuchtenden Farben, auch sicherlich der schönste und bekannteste, aber man hat in Neuzüchtungen halt hier auch in weiß und in rosa gemacht. Die Pflanze ebenso auch gerne gekauft wird, weil es jetzt an der Zeit ist, ist die Azalee. Wir haben hier mal eine weiße und einen rosa Ton, aber die gibt es auch in Rottönen und Lachsfarben, also nicht so ein knalliges Rot vielleicht wie beim Weihnachtsstern. Aber bei den Azaleen sollte man schon aufpassen, der möchte es eigentlich gerne kühl haben. Man kann ihn auch warm stellen, bloß dann blüht er zu schnell auf und ist dann halt wieder zu schnell verblüht. Am bekanntesten der Weihnachtsstern sicher, der ja eigentlich in jedes Haus gehört zu Weihnachten und dann sich bis in die Frühjahrsmonate hinein hält. Der eine oder andere hat mehr oder weniger Glück damit. Gut, das soll es erstmal gewesen sein in Sachen Pflanzen. Wir wollen uns dann überraschen lassen mit dem ersten kleinen mit der ersten kleinen Aufmerksamkeit hier. Und das sind die Kinder vom Kinderclubhaus Kappenstraße, die uns hier einen kleinen Tanz vorführen. Und es ist Winter, Weihnacht, Schnee fehlt uns noch, Herr Räuber. Dann wollen wir mal die Schneemänner tanzen lassen. Thank you.
Das waren die Schneemänner mit ihren funkelnden schneeflockenartigen Tanz hier im Gartencenter, so ein bisschen Weihnachtsstimmung reingebracht. Herr Räuber, wir müssen zurück zu dem, was Pflanzen bedeutet. Vielleicht die Frage, die sich ja viele Bürger jetzt stellen, der Weihnachtsbaum in Natur, in die Wohnung oder als Kunstbaum. Viele haben ja Angst, wenn der Weihnachtsbaum als Naturbaum kommt, dass dort Wälder abgeholzt werden und dass der Umwelt schadet. Was sagt der Fachmann? Ja, es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es gibt die Anzuchtflächen für Weihnachtsbäume, wo also die Weihnachtsbäume von Junkern aufgeschult werden, speziell für den Verkauf für diese Weihnachtszeit. Aber ein Großteil, vor allem der Rotfichten, kommt aus dem Mittelgebirge, wo Schonungen angepflanzt werden, wo die Bäume später auch groß werden sollen. Die werden als Jungbäume ganz eng aufeinander gepflanzt und müssen hinterher immer ausgedünnt werden. Und dazu nimmt man die Schwächsten raus. Das ist eine Maßnahme, die muss auf jeden Fall sein. Die macht man sich aber Weihnachten zunutze, um sie den Leuten dann zu verkaufen, damit man sie in die Wohnungen holen kann. Also der Fachmann rät zum Weihnachtsbaum in die Wohnung, zum Naturbaum. Welche Arten von Weihnachtsbäumen haben wir denn hier bei uns? Da gibt es natürlich sehr verschiedene. Die älteste ist wohl die Rotfichte. Und hier im märkischen Bereich ist eigentlich auch die Kiefer immer mehr im Vormarsch. Die Rotfichte und die Kiefer duften herrlich in der Wohnung. Die harzen und der Harz duftet fein. Es gibt die Nordmanntanne, die hat allerdings den Markt jetzt erobert, weil sie so schön gleichmäßig gewachsen ist. Aber die Nordmanntanne duftet nicht ganz so gut. Dann gibt es noch die Blautanne, die piekt sehr schön und kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Und als letztes vielleicht noch die Tanne oder der Tannenbaum, der mit einem Wurzelballen, also richtig als Pflanze, auch später wieder ausgepflanzt werden kann. Bloß da muss man ein paar Sachen beachten. Die lebenden Bäume mit Wurzeln sollte man wirklich erst Heiligabend aufstellen und dann auch spätestens Anfang Januar gleich rausgeben. Und da muss man gucken, ob der Boden gefroren ist, wenn er aufgetaut ist. Wenn er also noch nicht so tief eingefroren ist, kann man ihn gleich auspflanzen. Ansonsten müsste man ihn in einem Kübel schön feucht halten und über die Frostperiode rüberbringen und dann je nach Wetterlage im März, Anfang März gleich auspflanzen. Das war eines über Weihnachtsbäume, Herr Räuber. Diese Auswahl, die Sie uns hier aufgezählt haben, als wir Kinder waren, gab es nur die einfache Fichte. Da gab es noch nicht die Nordmanntanne und anders. Das hat sich geändert mit der Zeit. Also wir raten zum Weihnachtsbaum, auch zum dem mit Wurzelballen. So, Herr Räuber, das soll es gewesen sein vorerst. Dann wollen wir uns wieder etwas tanzen lassen. Und zwar einen israelischen Tanz, Hora Medura, der Tanz um das Winterfeuer. Wieder die Kinder von der Kappenstraße. Thank you.
Ja, unser Weihnachtsbaum steht hier noch kahl im Zimmer, Herr Räuber. Wir müssen rangehen, ihn schmücken und wir haben uns die Kinder genommen, die jetzt den Weihnachtsbaum schmücken werden mit den entsprechenden Utensilien. Es gibt ja viele Möglichkeiten, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Ja, es wird da natürlich sehr viel vom Kommerziellen auch her angeboten. Was natürlich auch immer schön ist, sind Strohsachen, die wir auch dabei haben. Und farbenprächtig ist eigentlich für jedermanns Geschmack. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann wollen wir mal sehen, wie ihr den Weihnachtsbaum schmückt. Und während ihr den Weihnachtsbaum schmückt, werden wir eine kleine Geschichte hören. Und das ist das Geschenk, was wir Ihnen zur Weihnachtszeit gerne unter diesem Weihnachtsbaum legen wollen. Hören Sie genau zu. Wir wünschen Ihnen Zeit. Ich wünsche dir Zeit. Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben. Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen. Und wenn du sie nutzt, kannst du was draus machen. Ich wünsche dir Zeit für dein Tun, für dein Denken. Nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. Ich wünsche dir Zeit nicht zum Hasten und Rennen, sondern die Zeit zum Zufriedensein können. Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum Vertreiben. Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben als Zeit für das Staunen und Zeit zum Vertrauen, anstatt nach der Zeit, der Uhr nur zu schauen. Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, jeden Tag, jede Stunde das Glück zu empfinden. Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. Ich wünsche dir Zeit zu haben zum Leben. Ja, das ist jetzt das Ergebnis, was die Kinder hier geschmückt haben. Ich glaube, das ist ganz gelungen. Der Weihnachtsbaum kommt in Form und könnte jetzt auch ins Zimmer getragen werden. Sabine, Ihre Kinder tanzen hier. Ich sagte ja schon, die Kinder aus der Kappenstraße. Wie kommt man zu so einer Tanzgruppe? Wir üben vom Kinderclub aus Kappenstraße jeden Donnerstag einmal. Das ist vom Bezirksamt getragen, eine öffentliche Einrichtung, und tanzen aus Spaß und Freude. Vom Bezirksamt Neukölln getragen. Sabine, wenn jetzt uns Mädchen oder Kinder zuschauen und sagen, Mensch, das hat mir super gefallen, da möchte ich mitmachen, wo meldet man sich? Im Kinderclub aus Kappenstraße, das ist in Berlin 47 in Rudow, in der Kappenstraße 15. Dann nochmal eine Frage, das ist ja doch eine Arbeit, die oder eine Sache, die unheimlich viel Arbeit macht. Da steckt ja doch eine Menge Fleiß dahinter, Disziplin der Kinder und. Wie schafft man das? Durch Freude, denke ich mir. Einmal die Woche üben wir ganz fleißig, die Kinder sind fleißig dabei. Es macht ihnen Spaß und ich denke, dadurch wollen sie es toll machen und sie machen es toll. Das zu merken, dass ihnen das Spaß macht und dass sie das toll machen. Jetzt hören wir noch einen oder sehen noch einen Tanz. Welchen denn? Den Maruschka. Dann los, Maruschka von den Kindern aus der Kappenstraße. Thank you.
Herr Räuber, Weihnachten und Umwelt ist sicher eine Sache, die zu diskutieren ist. Es tritt die Frage auf, gehört Lametta an den Weihnachtsbaum? Ja, Lametta ist ein bisschen in Verruf gekommen, weil es wohl aus Bleimetallen gemacht wird. Und diesen Dingen hat man ja sich das ein bisschen abgewöhnt, allgemein im Gebrauch. Man kann natürlich auf Lametta auch verzichten. In der Regel ist es so, wenn einer Lametta nimmt, nimmt das eigentlich über Jahre. Aber wenn man darauf verzichten kann, ist schon besser. Wir haben unseren Weihnachtsbaum auch ohne Lametta geschmückt und zeigen damit, dass wir das, also wenn das bleihaltig ist und ähnliche Stoffe nicht haben wollen. Ein Brauch ist auch, der sicher zu verurteilen ist, dass man sieht kleine Tannenbäume, die eben mit Chemikalien bespritzt werden, um weiß zu wirken, um eine Schneelandschaft vorzutäuschen. Ist das richtig? Ja, es wird natürlich gerne gekauft. Wenn wir immer Schnee zu Weihnachten hätten, wäre das wahrscheinlich gar nicht so attraktiv. Aber ich denke auch, dass man darauf verzichten kann. Vor allen Dingen, wo es ein Muss ist, ist natürlich bei den lebenden Bäumchen, die wir später wieder in den Garten haben wollen. Denn dieses Zeug kriegt man einfach nicht wieder runter. Das heißt, der Baum, den ich so ansprühe und denke, ich kann ihn nachher einpflanzen, das klappt nicht? Das geht nicht mehr, weil die ganzen Sprossspitzen damit verkleistert werden. Und das löst sich auch dann hinterher nicht wieder auf. Außerdem sieht das unschön aus. Man kriegt es wirklich nicht runter. Gut, ein Baum hat so viel Naturschönheit auch in seinem Grün, dass man ihn so belassen sollte. Und wer will, kann ihn ja schmücken. So, wir gehen jetzt mal rüber zum Weihnachtsmarkt nach Lichtenrade. Das ist ja nicht weit von hier entfernt. Und schauen mal, was im Einzelnen in Lichtenrade los ist. Das war der Weihnachtsmarkt in Alt-Lichtenrade. Wir sind wieder zurück im Bluter Gartencenter, meine Damen und Herren. Wir wollen uns wieder am Tanz der Kinder erfreuen. Wir haben vorhin gesprochen über den alten deutschen Weihnachtsbaum, die Fichte. Jetzt haben wir einen alten deutschen Volkstanz Ihnen zu bieten, und zwar eine Dubleska Polka.
Ja, jetzt ist der Weihnachtsmann doch noch gekommen ins Blutergartencenter zu unserem Obermeister Herr Räuber, der ein ganzes Jahr Sie, liebe Zuschauer, informiert hat über das Pflanzen und über den richtigen Umgang mit der Natur. Der Weihnachtsmann sagt dir Dankeschön dafür und möchte sich bedanken mit einem kleinen Präsent, der dann nach der Arbeit irgendwann in ruhiger Stunde getrunken werden darf. Danke, nach der Weihnachtsgans, oder? Nach der Weihnachtsgans. Vielen herzlichen Dank. Herr Räuber, was wünscht sich denn der Gartenmeister vom neuen Jahr und vom Weihnachtsmann? Ja, zunächst erstmal nach dem hektischen Jahr, wie wir es hinter uns haben, schöne, ruhige Weihnachten, vielleicht ein bisschen Schnee, das würde für die Kinder sicherlich auch sehr schön sein. Ja, und für das neue Jahr wünschen wir uns natürlich, dass die Tipps, die wir hier geben, bei den Leuten gut ankommen, beziehungsweise die Erfolge dann sich auch irgendwann einstellen. Gut, Herr Räuber, das wünschen wir dir dann auch. Und dann wollen wir mal runterschauen zu unseren Kindern hier. Was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Das wissen wir noch nicht. Was wünscht ihr euch denn? Ein Kuscheltier von Bernhard und Bianca. Bernhard und Bianca, die Mäuse, die kenne ich ja gar nicht. Wo leben denn die? Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Bei Walt Disney irgendwo. Und was wünschst du dir? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Na, dann wird es aber höchste Zeit, dass ihr darüber nachdenkt, denn der Weihnachtsmann ist ja schon unterwegs zu euch. Und was wünschst du dir? Eine Tischtenniskelle. Was fehlt denn noch zum Weihnachtsfest? Was brauchen wir denn noch draußen? Ein Tannenbaum. Ein Tannenbaum brauchen wir? Schnee, den wollen wir haben, damit ich auch meinen Schlitten richtig durch den Schnee schieben kann. Sonst ist das ja so beschwerlich mit dem Schlitten, nicht? Also, dann warten wir auf den Weihnachtsmann. Hier heute war er schon, aber ihr wisst ja, der richtige Weihnachtsmann, der kommt zu euch nach Hause und wird euch dann am 24.12. Wann, um wie viel Uhr ist das bei euch immer? Um fünf, nicht? So, wenn es dunkel wird, wenn man dann rausguckt, schon voller Erwartung ist und auf den Weihnachtsmann wartet. Viel Spaß dabei. Ja, liebe Zuseher unserer Sendung, wir haben schon etwas Besinnliches in diesen Tag gebracht. Wir haben vorhin Zeit verschenkt und wir werden jetzt ein Lied hören, was aussagt oder was in erster Linie etwas aussagt, was gar nicht so schlimm ist. Es reift so viel Weizen in Kanada. Und wir werden hören, dass es bei diesem vielen Weizen in Kanada doch Probleme gibt. Conny für uns mit dem Weizen aus Kanada. Es reift so viel Weizen in Kanada. Wie viele machte er satt? Von den schönen braunäugigen Kindern da in Bombay und Hyderabad. Doch wird er für sie nicht gemahlen, sie können ihn nicht bezahlen. Es reifen auf Erden die Früchte am Baum. Mit duftenden Blüten im Mai. Doch sahen so viele die Früchte kaum in Chile und Paraguay. Die Früchte so hoch aufgeschichtet, sie werden von Menschen vernichtet. Und das Korn angebaut und reich gemacht Garten und Feld. Doch es
uns hungern in Bagdad und Paramount. Noch immer die Kinder der Welt. Noch immer die Kinder der Welt. Wir könnten den Hunger schon heilen, nur müsst man dann besser verteilen. Tja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Unsere Sendung hier diesmal vor Weihnachten mit viel weihnachtlicher Stimmung, mit viel Beiträgen zum Nachdenken. Einmal über das Weihnachtsfest, einmal auch daran, dass eben zu viel Weizen in Kanada wächst und dass es viele Kinder auf dieser Welt gibt, die eben nicht genug Brot haben. Vielleicht bringt das den einen oder anderen dazu, am Weihnachtsfest zu teilen. Wir wünschen es Ihnen, dass es Ihnen gelingt. Und wir alle hier aus dem Pluter Garden Center wünschen Ihnen jetzt zusammen fröhliche Weihnachten.